Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Outlaws. Ich bin jetzt ein bisschen kecky und groggy im Kopf, weil eigentlich wollte ich gerade aufnehmen und dann sind tausend andere Sachen dazwischen passiert. Ich war jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden in diesem Escape-Bildschirm. Das heißt, ich muss mich jetzt mal kurz zurechtfinden. Wir hatten ja noch eine Quest am Laufen. Wo bringt uns die denn eigentlich hin gerade? Kartellviertel. Eigentlich wieder zurück. Achso, ich bin ja raus, weil ich speichern wollte. Right? Right. Right, right, right. Hi. Also 33 Meter. Darf ich hier schon nicht mehr hin eigentlich? Wenn sie sagt, also schön ruhig, Kumpel. Tatsächlich, ich kann hier hoch. Oh, was machst du? Ah, okay, die Leiter. Die Frage ist, wieso kann ich hier hoch? Ach, das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, hier reinzukommen. Um mich dann hier geduckt fortzubewegen, maybe? Darf ich da hinten hin? Ja. Okay. Ich vermute mal, darunter darf ich nicht. Würde ich jetzt mal vermuten. Oh ja, er ist schon aufmerksam geworden. Also hier darf ich eigentlich nicht hin. Schauen wir mal. So. Ich mach mal zu. Ob das jetzt schlau war, weiß ich nicht. Aber ich wollte jetzt erstmal von denen wegkommen. In erster Linie. Die mich da gesehen haben. Ist jemand in der Nähe? Dann los. Lass dich nicht erwischen. Sieh dir das an. Mhm, okay, gut, dass man einfach von hinten so reinkommt. Also manchmal sind diese zusätzlichen Eingänge, die man findet, ein bisschen weird. Da vorne ist jemand. Was für... Hä? Was? Was für erwischt? Lustig ist, dass ich einfach wieder reinlaufen darf. Okay, also das hätte eigentlich nicht sein dürfen, meiner Meinung nach. Schon leise, Kumpel. Aber ich bin halt hier auch dran vorbeigelaufen. Durfte ich das eigentlich gar nicht, oder was? Ja, anscheinend sind sie dann aufmerksam, lustigerweise. Dreh dich um und geh einfach wieder. Danke.
Wo ist denn der andere? Oh Gott. Zeit, sie abzulenken, Nix. Sieht komisch aus. Das spricht Basic. Hau ab. Hau doch selber ab. Okay, dann muss ich das mit dem diesmal anders machen. Das war nicht fair, dass ich entdeckt wurde. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ja, machen wir es so. Zeit für eine kleine Show, das sollte eigentlich passen. Sieht verdächtig aus. Oh Gott, er sieht die Leiche. Zum Angriff, Nix. Gut, dann ebenso. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ach du Heilige. Irgendwie wirkt das mehr als sonst. Es ist mehr als sonst. Das gefällt mir gar nicht. Mhm, das ist das super. Löst das ein Alarm aus, wenn es nicht klappt? Oh Gott, ich hab's noch geschafft. Aber gut zu wissen, dass es die in noch größer gibt. Ich weiß nicht mal, welche Tür das geöffnet hat, um ehrlich zu sein. Mal ganz nebenbei bemerkt. Die hier? Weiß nicht, ob die offen war. Siehst du was? Das hätte auch noch hinten losgehen können. Das ist der Tresorraum von denen. Bringt mir nur nichts, da komme ich jetzt definitiv nicht rein. Und da ist jemand drin. Genius. Bring mir das. Kommst du da rein, oder was? Da ist jede Menge Zeug, was er mir bringen kann. Oder... ist der... ah, der ist hier. Nix. Es ist Showtime. Schrei nicht so. Okay, ja gut. Ich kann den Kleinen jetzt da reinschicken, dass er mir alles nach und nach holt, was da drin ist. Aber das da ist viel besser. Danke. Dann bleibt noch Platz 2. So. Jawohl. Da kommen wir noch nicht rein. Coole Bilder übrigens. Ah, na, 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 na. Aufzeichnungsgerät? Minus 1. Ach, das habe ich hier jetzt angebracht, oder was? Abhörgerät, ja. Okay. Dieses Laufgeräusch macht mich ein bisschen kirre.
Ich brauche eine Ablenkung. Nein, 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 nicht ablenken. Das da machen. Nicht ablenken. Okay. Ja, dann habe ich ja jetzt die Schlüsselkarte, die ich noch finden muss. Irgendwann mal. Aber die Quest hier ist erledigt. Komme ich da oben raus? Ansonsten habe ich einen Hinterausgang, den ich nehmen kann. Hast du was, Kleiner? Das ist eine Kamera. Siehst du was? Ich weiß halt nicht, ob hier noch tendenziell irgendwas ist, vielleicht. Sieht der da hinten das, wenn ich den umhau? So viele Fragen. Hier darf ich sein. Mit dem Stehlen verstehe ich nicht ganz. Ja? Was gibt's? Ich hätte einen Auftrag, wenn du willst. Keine Lust auf Arbeit oder was ist? Eine Feuchtigkeitsfarm kommt mit ihren Steuerzahlungen nicht hinterher. Ich habe Wichtigeres zu tun, als den ganzen Weg in die Wüste zu gehen. Hol du doch das Geld. Was springt für mich raus? Du ziehst die Hutten auf deine Seite. Auf Tatooine ist das mehr wert als Kredits. Ich sehe mich mal um. Im Moment kann ich wohl nichts dagegen sagen, hä? Hallo. So, was verkaufst du? Informationen, da habe ich allerdings nicht den Ruf dafür. Manta-Wolle, die nehme ich mal mit. Aber bitte alles. Das war's. Bis bald. So, was ist da hinten? Wahrscheinlich wieder der Bereich, wo ich nicht hin darf. Oder vielleicht doch. Wow. Gab Minusruf. Hat sich jetzt prinzipiell keiner beschwert, dass ich es mitgenommen habe, aber es gab Minusruf. Ist manchmal schon ein bisschen undurchsichtig, was man darf und was man nicht darf. So, wo muss ich jetzt hin? Da vorne. Der Spieler wartet vor der Fettierspielhölle. Auf Informationen. Da ist auch noch was. Ich mache mal schnell Reise dahin. Ich habe Koyes Datenblock und, naja. Ja. Er hatte nicht... Ich werde dich nicht... Ja. Wollte ich nur noch mal gucken, ob ich da jetzt schon was Neues habe. Also, in einer Gasse hinter dem Feather-Wettbüro. Wo ist denn das Feather-Wettbüro eigentlich genau? Weil das ist es ja nicht. Oder? Ich dachte eigentlich, das wäre es nicht. Oder ist es doch da drin und ich habe es nicht gesehen, weil ich doof bin? Jede Stadt ist nur ein Pulverfass, das jeden Moment explodieren könnte. Ich habe gegen Banditen, Piraten und Plünderer gekämpft, alles am selben Tag. Ich liebe das Outer Rim. Die verdienen unseren Schutz gar nicht. Hey, es ist nämlich hier, genau. Ich habe das Gerät im Büro des Buchmachers versteckt. Und dadurch bekommst du Informationen, wer die nächsten Rennen gewinnt. Vielleicht kann ich meinen Verlust wieder reinholen. Und dann verliere ich nie wieder ein Rennen. Das wäre zu auffällig. Wenn man den Ausgang aller Rennen kennt, nimmt das nicht den ganzen Reiz eines Glücksspiels? Behalt's für dich, dann gebe ich dir einen Anteil. Und verurteile mich nicht. Ich urteile nicht. Ich schweige. Nix, alles okay? Infokette geklärt.
Das ist die Gasse wahrscheinlich. Gebotene Warninformation geklärt. Okay, das wäre auch erledigt. Jo, dann wäre das erledigt. Okay. Dann können wir weitermachen. Schrottplatz von Bestien. Warte mal, da kann ich doch bestimmt hin Schnellreise machen, oder? Auf Karte anzeigen. Tja. Ja, aber nur mit dem Raum. Na doch, geht so, geht so, geht so, geht so. Wir müssen ja nicht immer alles fahren und laufen. Nur muss ich hoch. Ich glaube, da wäre ich aber sogar schneller, wenn ich schnell außen rum fahre. Wo ist mein Gleiter? Bist du bereit? Oder hier hoch. Ich will auch einen Sternenzerstörer sehen. Elende Java-Teile! Entschuldigung, sagtest du Java? Ich suche nämlich nach den Javas. Dumme Idee. Sieh dir den Aktuator hier an. Kaum hatte ich ihn an einen Kreuzkonverter angeschlossen, gibt er den Geist auf. Ihr Schrott ist das Letzte. Ich hab nicht wirklich eine Wahl. Wie du meinst, ihre Karawane ist gerade wieder zurück ins Dünenmeer. Du kannst sie sicher noch einholen. Mhm. 2 Kilometer. Fahren wir. Aber wenigstens darf ich jetzt in die Huttengebiete rein. Verrückt. Aber das ist in Far Cry auch was mich aufgeregt hatte. Diese Außenposten. Du hast die nur gestriffen und die sind sofort auf die Barrikaden gegangen, wegen gar nichts. Also da muss Ubisoft irgendwie nochmal, weiß ich nicht, einen Feinschliff hinkriegen, dass das nicht so dermaßen abwegig und dämlich ist. Oh mein Gott. Hätte ich gewusst, auf was ich da genau zufahre, hätte ich den Sprung vielleicht sogar geschafft. Wow. Wenn du das nur sehen könntest, Andy. Es sieht aus wie ein Sandwasserfall. Interessant. Tatsächlich, ja. Von sowas habe ich noch nie gehört. Ah. Wer hätte das gedacht? Ich dachte, du wärst weit rumgekommen. Die Galaxis ist groß, Kenny. Allerdings, ja. So, hier ist zwar im Anführungszeichen nur ein Schatz, aber wenn ich schon hier bin und er markiert ist, dann nehme ich den natürlich mit. Sofern ich ihn denn finde. Nein, das ist es nicht. Ah, da. Nee. Warte mal, da oben ist ein Kabelchen. Ah! Und da hinten. Gott, wie komme ich hier hoch? Nee. Also, die Frage ist gerade, wie ich da hochkomme. Wenn ich das weiß, dann...
Da hinten. Wow. Okay, ich hoffe mal, ich habe das gerade richtig im Kopf, was ich hier zu tun habe. Auf jeden Fall müssen alle drei gleichzeitig an sein. Da kann ich mir wohl relativ sicher sein. Das ist ja auch einer. Oder ist das der? Ich glaube, das ist der. Boah, da reicht doch die Zeit gar nicht. Ich könnte von hier aus eventuell alle treffen. Nee. Ich schaue gerade, wie lange es hält. Von hier aus treffe ich alle. Schaffe ich ja niemals. Oder bleiben die jetzt offen, weil sie alle drei... Hallo, was ist los? Was ist doch los? Okay, aber es reicht, dass sie alle drei an sind. Gut. BT2X Ladesteuerung. Mhm. Okay, danke fürs Festhalten. Danke fürs Festhalten. Lustig, lustig, tralalalala. Wenigstens hat's hier gespeichert, ha, ha, ha. Okay, da hinten ging's runter, oder wo war's? Hier? War zwar nicht so geplant, aber hat ja funktioniert. So, wie komme ich jetzt hier zurück? Gar nicht. Falscher Knopf. Gleiter kann ich hier nicht rufen. Ja, lustig. Hätte ich irgendwie von oben zurückkommen müssen. Kann ich meinen Gleiter auch nicht rufen. Ja, dann... Ah, da. Da. Muss ich doch nur meine Äuglein aufmachen. Bereit, Nix? Das ist eine Truhe. Angriff! Eine Falle. Tasken. Also das sind keine Tasken, aber da stand gerade Sammelgegenstand oder irgendwas, glaube ich. Fairness der Suchenden. Zwei Schätze. Ist der andere dann da oben? Weil das sieht aus, als wäre da oben auch was. Dann gucke ich da auch noch schnell hoch.
Okay, okay. Halt dich doch fest. Mütze. War wahrscheinlich nicht der normale Weg da hoch, aber es hat ja funktioniert. Oh, warte. Das haben wir gleich. Na, sieh mal einer an. Aber eigentlich ist es unrealistisch, dass ich das nicht schon, diese Felsbrocken nicht schon mit Thermaldetonatoren vorher hätte wegmachen können. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Easy. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Geschafft. Java. Fusionstriebwerke an. Weißt du was? Ich nehme alles, was du hast. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich Bock, alles, was du hast, zu nehmen. Dann hören wir mal genau hin. Funktioniert. Nice, Vibro-Klingen-Talisman. Gut, dann habe ich hier alles. Coolio! Nix bringen wir das. Ich gehe da jetzt nicht nochmal hoch, oder? Nee, das war's zum Sitzen, oder? Da ist auch was zum Einsammeln. Oh. Naja, hat ja funktioniert. Aua. Nein! Egal, ich lebe ja noch. Ja! Du bist aber... So, weiter geht's. Was ist das hier? Auch wieder ein Händler, oder? Und da hinten ist auch wieder was zum Klettern. Ich schaue jetzt nur kurz, ob hier was ist. Hätte natürlich auch sein können, dass man irgendwie... da... Ja, oder? Nee, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn ich hier weitergehe, dass ich hier runterrutsche. Und dann nicht mehr hochkommen.
habe das Gefühl, ich komme in die Schlucht zurück, wo ich eben war. Okay, nee, hier ist irgendwas ganz anderes. Jetzt bin ich aber auch verwirrt. Das ist ja nicht auf der Karte markiert, oder? Okay, ich komme hier auch gar nicht rein. Das ist wahrscheinlich für irgendeine Quest. Später mal. Na gut, dann war das jetzt umsonst. Dieser kurze Exkurs. Ist wahrscheinlich für irgendeine Quest später mal. Nein! Ich kann das. Ich kann das! Ich kann das! Ich bin hier oben. Gut, dann wieder zurück zu dem Händler und dann weiter. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man dem Spieler so viele Möglichkeiten gibt, sich fortzubewegen. Also speziell, es fängt ja mit dem Springen an. Wenn du springen kannst, ist es schon mal so viele neue Möglichkeiten, wohin zu kommen. Und dann gibt es nach dem Springen noch sowas wie Fliegen oder Klettern. Aber wenn du das kannst, hast du quasi keine Kompromisse mehr und kannst fast überall hinkommen. Und das ist halt... Ja... Das ist schwer. Weil dann fragst du dich, wo ist die Grenze, wo der Entwickler sagt, nee, da mache ich nichts mehr hin, da sollst du gar nicht hin. Und dann bist du nur noch komplett auf Abwägen, so wie ich das ja sehr oft mache. Ich bin aber auch ein ganz besonderer. Deswegen habe ich gar nichts dagegen, wenn was auf der Karte explizit markiert wird. Solange es in einem gesunden Maße ist. Oh. Mir geht's gut. Weil alles sollte nicht markiert werden. Also wie sage ich? Speziellere Sachen, wie zum Beispiel nix Schätze oder so. Da habe ich gar keinen Schmerz damit, wenn das markiert wird. Das ist fein. Oder beziehungsweise muss man irgendwie den Kompromiss hinkriegen zwischen was markiere ich? Und das markiere ich nicht, weil wenn das Problem ist, wenn du weißt, dass alles markiert, oder anders gesagt, entweder man markiert alles, also alle speziellen Gegenstände werden markiert, dass du weißt, nach was du Ausschau halten sollst, oder gar keins. Weil wenn nur manches markiert wird, dann ist es auch wieder kacke, weil dann weißt du ja nicht, wo muss ich jetzt doch abseits der Wege gehen, weil da ja doch was sein könnte. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich meine. Weil das ist dann halt auch kacke. Wo ist hier die Truhe? Könnte ein wenig hochklettern. Hm.
Und was bringt mir das nun? Hier könnte ich auch nochmal weiter hoch. Aber von da komme ich ja im Endeffekt. Das muss ja eigentlich hier sein irgendwo dann. Da ist er. Nee, das ist eine Schmugglerlage. Das war's nicht. Oh Gott. Jetzt halt dich doch fest. Ach, das überlebe ich jetzt wieder. Hä? Jetzt so. Okay, nochmal ganz kurz. Kogi-Lugi machen. Ja. Ach, warte mal. Du hast mich jetzt bei dem Schmugglerversteck gespeichert, ohne es einzusammeln, Spiel. Wirklich? Hast du nicht gemacht, oder? Das wäre ja richtig stupid. Weil die Truhe war gerade nicht auf. Doch, die ist auf. Verstehe ich nicht. Dann ist es ein Bug. Dass das noch als offen angesehen wird. Oh Gott, dass du dich nicht festhältst, ist wirklich ganz besonders. Das ist immer dieses Problem mit der intuitiven Steuerung, die auf deine Eingaben reagiert und versucht rauszufinden, was du jetzt gerade möchtest. Das ist auch mit eine ganz große Thematik bei Softcover und Hardcover. Bei Shooter-Spielen wie Division zum Beispiel, also Third-Person-Spiele, haben das hauptsächlich mit Deckungssystem. Softcover ist, wenn du dich an die Deckung hinbewegst und dein Charakter automatisch in Deckung geht. So schnell kommst du aber auch wieder von der Deckung weg, wenn du davon wegdrückst. Hardcover ist, du musst explizit einen Knopf drücken, dass dein Charakter in Deckung geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, was ich suche, da drin ist. Also hier. Was hast du gefunden? Aber ich komme da nicht rein. Komm da nicht rein. Nix. Halt das mal für mich, ja? Na dann hören wir mal. Ja, ich hab's. Antikes Chrono. Okay, also dann wieder hoch. Nur jetzt bisschen blöd, dass dieses Schmugglerversteck als nicht gelootet angesehen wird. Aber naja, ich werde es überleben. Ich habe ja den Videobeweis für mich selbst, dass ich es gelootet habe. So. Also, wo ist dieser Sandkrieche? Ein bisschen weiter vorne. Festhalten. Schönen Hai, Sasa, wie zu.
Direktenergie-Schaltkreis. Experten mit dem nötigen Geschick werden dies zu nutzen wissen. Injektorsystem-Upgrade. Ich nimm's mal. Hey, ich hab gehört, ihr könnt mir ein Geschütz montieren. Javasisch. Sie sagt, sie montiert, was sie wollen, wenn sie ihr einen Zahn geben. Entschuldigen Sie die Einmischung. Ich dachte, Sie brauchen einen Dolmetscher. Oh, danke. Aber meine Zähne gebe ich nicht her. Nun aber, Tukli. Charlotte Tukli. Butchone, okay, Munchom. Kein Zahn von Ihnen. Den eines Sarlax. Und zwar aus dem zweiten Maul. Aus dem zweiten Maul? Oh, und Kredits nehmt ihr nicht? Nia Pugolo Chugulu. Ta Chugu Postantan. Ciao, Chananana. Sie sagt, wer nicht fürs Frühstück zahlt, kann gratis Sand essen. Ein Java-Sprichwort. Schon gut, kapiert. Ich besorg den Zahn. Dann muss das Geschütz aber auch gut sein. Chug Chug. Hup du, wieder le. Sie sind im Geschäft. Wie aufregend. Das erinnert mich an das eine Mal, als ich mit dir handel. Soll das einen ein wenig an C3PO erinnern? ND, weißt du, wo ich so ein Sarlok-Zahn finde? Sarlok, du musst seine Grube finden. Versuch's im Dünenmeer. Dort leben die garstigsten Geschöpfe dieses Planeten. Großartig. Oh, ach ja, ich habe ein paar Javas für Arbeiten an der Bahnbrecher angeheuert. Absichtlich? Sie bauen ein Geschütz ein. Das wird schon klappen. Was ist das? Das ist ein Sarlok. Was passiert, wenn ich da zu nah hinfahre, wo es gerade war? Nee, ein Sarlok war es nicht. Ein Sarlok-Zahn in gutem Zustand ist auf dem illegalen Markt eine Menge Geld wert. Willst du sagen, es gibt Konkurrenz? Tote Sarlaks werden schnell ausgenommen. Und keiner, der nach Zähnen sucht, zieht alleine los. Außer ich. Wobei, ich bin nicht allein. Ich habe nichts dabei. Oh, wow. Yippie! Schweinebacke. Wie weit muss ich noch rausfahren? Eigentlich müsste ich das Loch doch gut erkennen können. Was ist da hinten? Schaut eigentlich eher aus wie ein Lager. Nicht wie eine Sarlak-Grube. Wow, das Ding ist riesig. Wo ist dein zweites Maul? Vermutlich innerhalb des X. Da oben ist ein Gegner. Echt lustig, ND. Zum Brüllen. Conchida Droi. Gigi Duanak su imta graba fingrani titoki. Das ist ein toter Sarlak. Wer weiß, was da unten herumkriecht. Babadum bum dum. Rabadum dum dum. Babadum bum dum. Babadum dum. Die letzte Cruiser bim. Aber rate mal, wer die ganze Arbeit gemacht hat und keine Kredits bekam. Ich. Okay. Leg los. Konzentrier dich. Jetzt nur nicht unaufmerksam werden. Was war das? Wie der da im Sand vergraben liegt. Der Kapitän sagte, das Erste, was du stehlen musst, sind Waffen. Mit mehr Waffen kannst du mehr Schiffe überfallen. Das kriege ich hin. Beachten Sie nicht die Leiche im Sand. Wie vom Winde verweht. Macht doch jemanden Spaß. Wie kommt ihr denn da drauf? Hol sie dir, komm. Ihr müsst nur ein bisschen geduldig sein. Mich um jeden von euch. So. Energiefokus.
Was ich noch machen muss, das könnte ich mit dem da oben machen. Komme ich hier hoch? Ja. Lenk sie ab, Next. Muss ich ja auch mal machen. Und der da oben hat es nicht mitbekommen. Nice. Dann kann ich das mit dir auch noch machen. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Okay, zweimal noch. Mit dir rechnet nie jemand was? Was man hat, das hat man. Lieber alles abschließen. Ach, als könntest du da oben jetzt nicht dich festhalten und hochklettern. Doofe Kuh. Sehen, es wird hier irgendjemand laufen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich alleine bin jetzt. Ist das nicht diese Quest, die sie auf, weiß ich nicht, State of Play oder irgendwo gezeigt haben? Das hier mit der Grube? Das kommt mir bekannt vor. Nix, wir gehen rein! Oh. Oh. Okay, ein Maul wäre erledigt. Alles in Ordnung, Kumpel? Wie, hier ist kein toter Mandalorianer. Das ist irgendwie ledrig. Finde einen Zahn im zweiten Maul. Okay, die Javas sind am Schiff angekommen. Haben Sie das Geschütz dabei? Haben Sie. Noch ist nicht erwiesen, dass es funktioniert. Gut, dann behalt das mal im Auge. Ich muss einen Weg runter in diese Grube finden. In dem toten Ding sind so viele tote Dinge. Na also. Der Zahn. Makelloser Sarlakzahn. Andy? Endlich. Wie ist dein Status? Ich habe einen Zahn. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Alter, was geht da im Hintergrund bei ihm ab? Machst du dir etwa Sorgen? Um dich? Nein. Bitte beeil dich. Houdini! Da. Hier ist kein Spielzeug für dich drin, nix, das du haben magst. Ich weiß das eh nicht. Wenn ich hier rauskomme, darf ich gleich nochmal kämpfen. Ach, dieses Schrottgeschütz ist es hoffentlich wert. Keine Ahnung, was da überhaupt für ein Geschütz ist. Kräftige Geräuschkulisse. Keine Ahnung, was das überhaupt für ein Geschütz werden soll, was da oben noch mal draufgeklatscht wird. Ist das eine Alternative für das Hauptgeschütz oder ist das tatsächlich nochmal wie der Raketenwerfer was Extriges? Sarlak echt ein ganzes Gift verschluckt? Dank Farrig. Tja, dann wissen wir jetzt auch, welcher Sarlak das ist. Ja gut, kann bestimmt... Andere können das bestimmt auch, aber dieser eine explizite... Vielleicht hätte ich unten nochmal genauer gucken sollen, ob da, weiß ich nicht, noch irgendwas anderes liegt, was man hätte erkennen können. Fast geschafft. El Granato!
Kannst du mir das bitte wieder hergeben? Oh, wie lieb das erwartet. Das ist mein Zahn. Man hat der einen Affenzahn drauf. Wow. Was ist das denn für ein Ding? Ich kletter heute nicht nochmal in so ein Großmaul. Oh, wirklich? Halt mal. Ich möchte ehrlich sein. Ich dachte nicht, dass dieses Viech tatsächlich auch mitspielt. Ich hätte jetzt gedacht, das ist rein Kulisse, damit es cooler ausschaut. Okay. Also looten und sofort weiter. Gut zu wissen. Ich kann das übrigens nicht überspringen, Leute. Hey, hey, komm zurück! Das ist mein Zahn! Nova! Oh, oh, ey! Ich kletter heute nicht nochmal in so ein. Wieso hatte ich gerade so einen Superboost? Ich bin gelandet, habe einen Boost gegeben und hatte das Gefühl, noch schneller zu sein. Ich probiere das mal nochmal. Okay, jetzt kann ich wieder schießen. Danach. Könntest du bitte woanders hingehen? Ich probier's mal nochmal, wie gesagt. Nee, keine Ahnung, wie das geglückt ist. Vielleicht war es auch einfach Zufall. Ja, keine Chance. Duna Ichi Chamta. Siehst gut aus. Vielen Dank. Der neue Körper gefällt mir sehr gut. Ich wünschte nur, mein Kopf säße schon drauf. Ach, das wird schon. Hier, direkt aus dem zweiten Maul. Hehe, Manabisa, Manabisa. Das ist gut, oder? Oh ja. Ein guter Geschäftsabschluss erfüllt mich mit Freude. Die hatten wohl schon ein paar. Bin wohl nicht der Einzige. 2B4 Lasergeschütz. Neue Ausrüstung. Ist das nicht das Lasergeschütz, was ich schon habe, aber ein kleiner? Nein? Er repariert das Turbolasergeschütz der Bahnbrecher und gibt dem Schiff so eine mächtige Waffe. Aha. Ah! Das schießt selber. Ah! Die Geschützaufhängung der Bahnbrecher wird repariert. Das verbesserte Lasergeschütz wird einsetzbar und andere Geschütztypen können installiert werden. Mhm.
Erhöht die Menge an Gesundheit, die durch Bakterien sofort wiederhergestellt wird, um 1, ohne die Regeneration über Zeit zu beeinflussen. Das kann ich freischalten, deswegen hole ich es mir. Auch nicht mitgekriegt. So. Vollbringe mit Nix Hilfe einen Taschendiebstahl. Aber das habe ich doch schon 1000 Mal gemacht. Erreiche bei Händlern den Status treue Kunden. Und how? Ach, die Chavas sind... Ah! Okay, das war jetzt neu, deswegen habe ich noch nicht freigeschaltet. Und wer bist du? Das sieht ein bisschen aus wie der Sheriff, muss ich sagen. In der ersten Stadt, in der wir ankamen, hier in Tatooine. So. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Das nervt mich jetzt mit diesem Schatz da. Das ist doch der, den ich jetzt schon gefunden habe. Wieso ist der noch markiert? Das ist genau unter mir. Oh, schade. Ich dachte, ich schaff's. Ja, ich hab den Sprung abgefedert. Egal. Dahin. Die Schmuggler warten bei einer Schlucht südwestlich von Bestien. Da muss ich hin. Was ist das da? Irgendwas ist hier. Ah. Ja gut, das ist ja easy. Ich bin vor Ort. Zeit loszulegen. Verstanden. Ich halte nach anderen Angeboten Ausschau. Da komme ich nicht rein. So, vorsichtig. Auf dieser Seite ist alles ruhig. Los, klau dir mal was. Hol's dir. Sehr gut. Lasst es nicht entkommen. Wie es mit dem Ding in dem Maul hier zurückkommt. Komm her. So oder so kriegst du aufs Fressbrett, mein Sohn. Nix, zeig, was du kannst. Verscheucht es. Scheint nicht so laut. Ich hasse es hier. Was? Hier drüben! Durchkämmt das Gebiet! Weitersuchen und seid vorsichtig! War noch gar nicht gesucht. Bestätigt. Ziel ist im Abschuss freigegeben. Da
dachte schon, deswegen habe ich jetzt mich für die Granate entschieden. Naja. Wieso denn gleich TIE Fighter? Chillt mal! Gib mir Ruhe! Ich hab das Gefühl, das Viech enttarnt mich. Zehn Stunden später. Haltet sie auf! Nein! Okay, komm schon. Gönnt mir meine Pause. Ha. Ah, jawohl. Tamal, die Last. Ja, die Zielperson ist verletzt. Vorwärts. Keiner darf ein Feuer eröffnen. Pass auf. Ernsthaft? Leute, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Bewegung! Ich kann das leider nicht lesen. Die Tür hier öffnen? War ich hier schon? Das ist jetzt auch finito anscheinend. Doch nicht. Die Person in Sicht. Naja gut, ich war hier anscheinend schon. Ein bisschen Krawall angerichtet. Wer sagt's denn? Erreiche die Todestruppe. Müssen die nicht mich erreichen? Festhalten. Mit der alten Kiste willst du springen? Vielleicht verabschieden wir uns schon mal von dir. Ha, unterschätzt sie nicht. Sie ist schneller, als sie aussieht. Ja, bestimmt. Warum machen wir die ganze Sache nicht noch ein bisschen interessanter? Ich wette, dass ich den Sprung schaffe. Ich bin raus. Die Wette gilt. Also, wo ist dieser unmögliche Sprung? Gleich da drüben. Oh. Ja, ob wir das schaffen oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ich glaube, ich warte auch, bis die Imperialen... Ah, wobei, muss ich eigentlich gar nicht. Bis zur nächsten Folge jedenfalls.